wir befinden uns hier im Rostocker Montagewerk der Nordex. Hier stellen wir die Turbinen für die Nordex her. Wenn wir hier sagen Turbinenherstellung, dann ist es eigentlich streng genommen, wir stellen hier die Schaltschränke für die Turbinen her und wir bauen die Module auf. Wir sind ja heute hier versammelt, um feierlich den Start der Serienfertigung der Delta 4000 zu begehen. Und das ist also sozusagen ein neuer Anlagentyp, den wir ab sofort hier auch mit auf der Linie sehen werden. Wir haben vor 3 Jahren angefangen, über das Produkt nachzudenken und dann ein Projekt aufgesetzt, interdisziplinär übergreifend über die verschiedenen Teams an dem Produkt hier zu arbeiten. We are front runners in the 4 megawatt class technology. We were the first company to prototype in Germany, and this was highly appreciated from customers. So time to market was very important for us. The team did an outstanding job. So now is the task for Falk and the team to ramp up production, because there are customers that want to buy our products. Unser Auftragseingang ist 75% höher in 2018, als er in 2017 war. Und ein großer Anteil davon ist tatsächlich die Delta 4000. Ja, die Herausforderung von der Anlage ist im Wesentlichen mehr Leistungsaufnahme, mehr Energieproduktion in ähnlichen Größenumfängen abzubilden. Das Maschinenhaus ist genauso groß wie in der Delta 3000, der Vorgängerversion. Die Nabe ist deutlich größer und während wir bei der Delta 3000 im 3 Megawatt Bereich waren, sind wir jetzt in dem 4 Megawatt Bereich. The model is very important for the future of the company. And the idea is to deploy the model globally as quick as we can. Wir haben uns dann für diesen Sommer die Serienproduktion vorgenommen und sind froh, dass das sogar noch etwas früher geklappt hat, hier zu starten, jetzt hier im März. Wir steigern jetzt also die Ausbringung dieser Modulfertigung von Woche zu Woche. Wir starten im Prinzip mit einer pro Woche. In dieser Woche legen wir schon 2 neue Maschinenhäuser pro Woche auf und das geht dann jede Woche eins mehr. Also bis wir so 10 erreicht haben, das sind nicht sehr viele Wochen, bis wir dann die Produktion so hochgefahren haben werden. So dass wir das Haus ganz gut voll haben dieses Jahr mit Delta 4000 und im nächsten Jahr sogar uns vorstellen, noch etwas mehr davon bauen und ausliefern zu können.